16,9 Milliarden Euro. Das ist das Budget der ESA für die nächsten 3 Jahre. Klingt vielleicht nach viel, ist es aber nicht. Aufgeteilt auf 3 Jahre entspricht es einem Jahresbudget von insgesamt 5,6 Milliarden Euro. Also pro Kopf und Jahr geben wir in Europa im Durchschnitt 8 Euro für Raumfahrt aus. In Anbetracht dessen, dass diese 8 Euro enormen technologischen Fortschritt und wirtschaftlichen Wohlstand bringen, sind das Peanuts. Das ist weniger als der Preis eines ungesunden Fastfood-Menüs. Nur damit wir das in Relation sehen. Unsere Freunde auf der anderen Seite des großen Teichs geben in der gleichen Zeit etwa 29 Milliarden, also insgesamt pro Kopf und Jahr 87 Dollar für Raumfahrt aus. Also das Zehnfache. Deswegen haben sie ein bemanntes Raumfahrtprogramm und unser bemanntes Raumfahrtprogramm ist nur eine Randnotiz auf der Ministerratskonferenz, die am 22. und 23. November in Paris stattgefunden hat. Das hat weiters den Effekt, dass wir als Europa, die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt mit 750 Millionen Menschen, im historischen Artemis-Programm der NASA wie ein weiterer Bundesstaat der USA behandelt werden. Nicht mehr als ein braver Partner, der froh sein kann, dass man ihn mitspielen lässt. Nichtsdestotrotz entspricht dieses neue Budget einem Plus von 17% gegenüber dem letzten Budget und hebt es auf ein Rekordhoch. Das ist aber auch notwendig, wenn sich Europa nach dem Zweiten Weltkrieg endlich vom Rest der Welt emanzipieren möchte. Wir haben auf die harte Tour gelernt, was Abhängigkeit bedeutet. Und Abhängigkeit in der Raumfahrt ist genauso blöd wie im Energiebereich. Eigentlich wollte der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher für die nächste Budgetperiode 18,5 Milliarden Euro haben. Aber da die Ländervertreter vielleicht selbst oft nicht ganz verstehen, was sie da tun, wurde nicht alles genehmigt. Deswegen beträgt das Budget jetzt 16,9 Milliarden. Dieses Geld wird aber nicht einfach überwiesen und ist dann weg, sondern fließt in das jeweilige Land zurück. Darauf wird, wie in den USA, ein ganz besonderes Augenmerk gelegt, damit alle etwas davon haben. Dieser Mechanismus nennt sich Geo-Return. Bevor wir dazu kommen, was die ESA mit diesen Geldern vorhat, möchte ich noch einen kleinen Ausflug machen. Das ESA-Budget wuchs von 2016 auf 2019 um mehr als 40%, von 10,3 auf 14,5 Milliarden Euro. Solche Budgetzuwächse sind selten. Budgets verändern sich im einstelligen Prozentbereich. Dass das ESA-Budget nun einmal um 40 und dann um 17% in Zeiten von Krieg, Energiekrise und Pandemie anwächst, zeigt, dass die europäischen Minister verstanden haben, wie weit wir hinter den USA und anderen Staaten sind. Deutschland geht mit gutem Beispiel voran und erhöht seinen Beitrag um 7% auf 3,5 Milliarden Euro und bleibt mit 20,8% weiterhin der größte Beitragszahler der ESA. Pro Kopf und Jahr zahlt Deutschland mit über 14 Euro, damit beinahe doppelt so viel wie der Durchschnitt. Österreich hat sein Budget um 25% von 183 auf 229 Millionen Euro erhöht. Damit liegen die Pro-Kopf-Ausgaben entlang der Donau mit 8,5 Euro endlich etwas über dem Durchschnitt. Dabei ging Deutschland von einem bereits verhältnismäßig großem und Österreich von einem sehr kleinen Budget aus. Die Franzosen geben mehr als 15 Euro pro Kopf und Jahr aus. Aber da es weniger von ihnen gibt, nehmen sie den zweiten Platz ein und tragen 3,2 Milliarden Euro oder fast 19% des ESA-Budgets bei. Die Italiener sind mit 18,2% auf dem dritten Platz der Beitragszahler. Insgesamt geben sie 3,1 Milliarden Euro aus. Das macht für jeden Italiener 17,50 Euro pro Jahr. Pro Kopf geben Belgien mit 27,50 Euro und die Schweiz mit über 24 Euro am meisten aus. Und selbst diese Beiträge sind nur ein Viertel dessen, was die Amis für Raumfahrt ausgeben. Aber hier sollte man Luxemburg nicht außer Acht lassen. Denn die geben pro Kopf und Nase 68 Euro für Raumfahrt aus. Schon Spitzenreiter, aber noch immer nicht so viel wie die Amis. So, wir wissen jetzt, dass wir in Europa nur ein Zehntel dessen ausgeben, was die Amerikaner für Raumfahrt ausgeben. Aber Europa hat doppelt so viele Einwohner und ist wirtschaftlich etwa ein Drittel bis 50% kleiner. Also damit wir sie einholen, müssen entweder die einige Jahrzehnte auf uns warten oder wir müssen überproportional Gas geben. Das Problem in Europa ist nicht das Geld oder der Wohlstand. Davon haben wir genug, auch wenn er langsam verschwindet. Das Problem ist, dass es Politikern schwerfällt, vor ihren Wahlkreisen Raumfahrtbudgets zu argumentieren.
Weil einerseits die Politiker, andererseits die Bevölkerung uninformiert sind. Für viele ist Raumfahrt nur ein Spielfeld der Milliardäre. Aber so ist es nicht. Zumindest nicht ausschließlich. Weltraumtourismus macht nur einen winzigen Bruchteil der Branche aus. Die NASA hat zudem noch die Erinnerungen an die glorreiche Apollo-Zeit samt Mondlandungen. Europa hat bisher nur Erinnerungen an eine veraltete Ariane-Familie. Damit wären wir bei einem der spannendsten Punkte der gesamten Sitzung. Quellen, die ungenannt bleiben wollten, hatten mir erzählt, dass die Ariane Group samt Dunstkreis im Vorfeld Lobbyarbeit geleistet und bei den Ministern interveniert hatten, dass man den unzähligen Startups und Microlaunchern aus ganz Europa nicht die Tür öffnen sollte. Aber da alle großen Player wie Frankreich, Deutschland, Spanien und das Vereinigte Königreich selbst vielversprechende Microlauncher haben, die bald auf den Markt drängen, hat dieses Lobbying keine Früchte getragen. Zum Glück. In Zukunft werden Aufträge der ESA nicht mehr automatisch an die Ariane Group oder Thales Alenia verschenkt, sondern ausgeschrieben und fair vergeben. Das verkündet Walter Pelzer, der Chef der deutschen Raumfahrtagentur DLR. Wenn die Ariane Group nicht schnell umschaltet, dann bedeutet das ihr Ende. Sobald die neuen Unternehmen auf dem Markt sind, wird die Ariane Group fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Hoffen wir mal, dass sie den Umschwung rechtzeitig schaffen. Kann man hier behaupten, dass der Old Space ein wenig als der Gatekeeper des privaten Investmentkapitals war? Jedenfalls ist damit jetzt Schluss. Der Beschluss der Minister, Aufträge auch an die privaten Launcher zu vergeben, läutet nun ein neues Zeitalter der europäischen Raumfahrt ein. Denn jetzt ist auch der politische Rückhalt da. Bisher hatten sich sowohl Startups als auch Investoren gewissermaßen zurückgehalten, um niemanden auf die Zehen zu steigen. Bald werden die Ariane und die Vega nur zwei von vielen europäischen Raketen sein und müssen sich genau wie alle anderen auf einem freien Markt beweisen und durchsetzen. Das wird zur Folge haben, dass die Politik sieht, was für einen Wohlstand diese neuen Launcher bringen. Denn um sie herum entwickelt sich die Wirtschaft mit. Raumfahrt wird für kleinere Vorhaben und Unternehmen erschwinglich. Es eröffnen sich unzählige neue Möglichkeiten. Geld ist nicht immer alles, aber das lässt mich darauf hoffen, dass wir bei der nächsten Ministerratssitzung im Jahr 2025 ein Budget für bemannte Raumfahrt genehmigt bekommen. Denn wir haben Astronautinnen und Astronauten und ein ganzes Programm drumherum, aber keine Möglichkeit, diese zur ISS zu bringen. Geschweige denn von dort zurück auf die Erde. Was uns jetzt zu unserem nächsten Thema bringt. Als die ESA vor 1,5 Jahren die Ausschreibung für die neue Astronautenklasse kundgab, habe ich an der Pressekonferenz teilgenommen und Josef Aschbacher gefragt, ob die Höhe der Mitgliedsbeiträge eine Auswirkung darauf haben, aus welchem Land ausgewählt wird. Mir wurde versichert, dass dem nicht der Fall sei. Aber wenn man sich die aktiven Astronauten und die neue Klasse ansieht, stelle ich fest, dass es doch gewisse Überlappungen gibt. Verstehe aber, warum er das so nicht sagen kann. Ich bin jedenfalls ein großer Fan des ESA-Generaldirektors. Er hat nämlich große Ambitionen für die europäische bemannte Raumfahrt. Aber dazu später mehr. Ich wollte euch ja den ESA-Kaderzuwachs vorstellen, bevor ich abgedriftet bin. So, der Ausschreibung sind 22.500 Menschen gefolgt. Es wurde aussortiert, bis 17 übrig waren. Dabei gab es einen mehrstufigen Prozess, an dessen Ende der Chef selbst steht. Erstmals unterteilten sie diese 17 Menschen in die 5 sogenannten Karriereastronauten und 12 Reservisten. Ich denke, dass sie Reservisten ausgewählt haben und aktiv halten, ist ein sehr gutes Zeichen. Zeugt in meinen Augen von einer gewissen Zuversicht, wenn nicht sogar Selbstsicherheit. Die 5 Karriereastronautinnen und Astronauten sind Sophie Adenau aus Frankreich. Sie war Pilotin der französischen Luft- und Weltraumwaffe und als Helikopter-Testpilotin und Ingenieurin hat sie 22 verschiedene Helis geflogen, hat Erfahrung bei Airbus gesammelt und dann war sie Rettungspilotin und hat dabei unglaubliche 3000 Flugstunden gesammelt. Das sind 125 ganze Tage reine Flugzeit. Pablo Alvarez Fernandez aus Spanien ist ein Aerospace-Ingenieur mit Erfahrung bei Airbus und hat am europäischen Rosalind Franklin Mars Rover mitgearbeitet. Rosemary Coogan hat bei ihrer Ernennung gemeint, sie ist eigentlich Europäerin, aber aus dem Vereinigten Königreich. Sie glänzt gleich mit ihrem ersten Satz in der Öffentlichkeit. Potenzial für die erste Person auf dem Mars vielleicht? Was denkst du? Sie ist jedenfalls Astrophysikerin und war bei der Royal Naval Reserve. Jetzt ist sie nicht mehr in der Reserve.
Raphaël Lejoie aus Belgien ist Ingenieur im Bereich der Biomedizin und Neurowissenschaftler. Und last but not least, Marco Sieber aus der Schweiz ist Notfallmediziner und kennt sich gut mit fliegenden Dingen aus, wie er selbst meint. Erstmals gibt es auch einen Para-Astronauten. John McFall aus der UK ist Teil der gleichen Astronautenklasse. Für diese 6 frisch gebackenen Astronautinnen und Astronauten geht es schon Anfang 2023 los mit der Ausbildung in Köln. Unter den 12 Reserve-Astronautinnen und Astronauten sind übrigens die beiden deutschen Astronautinnen Amelie Schönewald und Nicola Winter sowie die Kärntnerin Carmen Posnick. Sie kehren vorerst einmal zurück zu ihrem Leben und ich bin überzeugt, dass es bis zur nächsten Konferenz in 3 Jahren einiges für sie zu tun gibt. Damit haben wir 11 aktive ESA-Astronauten. Die NASA hat übrigens über 40, aber es ist ja kein Rennen. Und ohne passende Rakete macht es halt weniger Spaß, Astronauten auszubilden. Das muss man jetzt schon auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Und das tut Josef Aschbacher auch. In diesem Video macht er noch einmal deutlich, dass er diese Fähigkeiten für Europa in Europa will. Er ist die Abhängigkeit von außen auch leid. Nichts spricht gegen eine gute Zusammenarbeit, aber auf Augenhöhe. Das geht besser, wenn man eine bessere Verhandlungsposition hat. Und die richtet Aschbacher gerade ein, meine Lieben. Dieser Mann weiß, was er macht. Denn obwohl noch keine Crew-Hardware beschlossen wurde, hat die ESA bereits den ersten Schritt dahin gemacht. Und zwar mit dem europäischen Logistikländer. Damit bleiben sie weiterhin im Windschatten des Artemis-Programms, aber die Fähigkeit, mehr als 1,5 Tonnen Nutzlast auf die Mondoberfläche zu bringen, führt unweigerlich dazu, dass man seine Crew auch hinschicken muss. Solche Fähigkeiten finden sicher auch Kunden. Starship soll irgendwann 100 Tonnen auf den Mond bringen können. Bis 2028 soll die Sache laufen, denn da sollte die Ariane 6 auch schon in Betrieb sein. Der sogenannte EL3 soll auf der Ariane 6 4 zum Mond starten. 4 steht übrigens für die Anzahl der P120 Booster. Genug Nerd Talk. Wofür wird die Kohle ausgegeben? Mehr als 350 Millionen Euro gehen in den Ausbau und die Weiterentwicklung der Navigationsinfrastruktur, zu der Galileo, Genesis und andere Programme gehören. Besser als das alte klapprige GPS der Amis. Gefällt dir die Ausgabe, dann hau gerne auf Daumen hoch und abonniere gerne Mars-Chroniken, damit du nichts mehr verpasst. Mehr als eine halbe Milliarde geht in die Entwicklung der notwendigen Technologie, aber auch der Kommerzialisierung und der Entwicklung des gesamten Ökosystems. Im Klartext heißt das, dass man Startups und jüngeren Unternehmen eine faire Chance geben möchte. Das passiert im Rahmen des neuen Programms Scale Up. Mehr als 731 Millionen gehen in die Beseitigung vom Weltraumschrott, in die Beobachtung und Erforschung der Sonne, um uns vor Sonnenstürmen zu warnen, und in die Hera-Sonde, die den Asteroid Dimorphos nach dem Einschlag der DART-Sonde untersuchen soll. Fast ganze 2 Milliarden sind für Konnektivität reserviert. Diese riesige Summe zeigt, wie wichtig dieser Faktor im Moment ist, um auf der Weltbühne unabhängiger von fremder Infrastruktur zu werden. Damit ist eine weitreichende Satelliteninfrastruktur um die ganze Welt gemeint. Ähnlich wie Starlink, mit dem Ziel, diese Konnektivität auch auf dem Mond nutzen zu können. Das ist Big Business, meine Lieben. Und diese 2 Milliarden sind erst der Anfang. Wir reden hier höchstens über die Entwicklung eines solchen Systems. Da werden noch viel mehr Milliarden rollen in Zukunft. 2,7 Milliarden Euro gehen aus ganz offensichtlichen Gründen in die Erdbeobachtung. Das wird helfen, das Klima besser beobachten zu können und zur Lösung des Problems beizutragen. Und weil wir beim Klima sind, im Vergleich zu 2019 möchte die ESA im Jahr 2030 ihren CO2-Fußabdruck um 46% gesenkt haben. Knappe 5 Milliarden Euro gehen in Deep Space und wissenschaftliche Missionen sowie Weltraumerkundung. Was ich großartig finde, denn wir wissen noch viel zu wenig über das Universum. 2,8 Milliarden Euro werden für Weltraumtransport, also für Fertigstellung und den Betrieb der Ariane 6 ausgegeben. Dieses Ding muss bald fliegen, sonst geht bald wirklich alles an die Falcon 9. Aber mit diesem Geld soll auch der Space Rider für den Leo fertig entwickelt werden, damit man zumindest zur ISS kommt. Und ganz wichtig, erklärtes Ziel ist es, eine präsentere Rolle in der Gesellschaft einzunehmen. Dafür sollen die sogenannten Outreach-Aktivitäten ausgebaut werden. Was das ganz genau bedeutet, zeigt sich schon, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist. Das muss man schon einmal ganz ehrlich loben, denn die NASA macht es hier vor und es funktioniert. Das will die ESA auch. Der Kurs gefällt mir. Übrigens,
Deutschland hat den ESA-Ratsvorsitz von Frankreich übernommen und wird Gastgeber der nächsten Konferenz. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, per aspera, ad astra.